Hi zusammen. Ich habe mir vor kurzem die GeForce RTX 2070 Super von KFA2 geholt. Leider Gottes ist die mit hat die einen Spurenfiepen gehabt. Kurz darauf hin ist das Bild eingefroren. Ich habe meinen Rechner neu gestartet. Dann wurde mir angezeigt, dass er deaktiviert wurde, weil es ein Problem mit der Karte gibt. Dementsprechend wandert die jetzt zurück und ich habe jetzt schon die neue Karte da. Und da habe ich mir gedacht, dann probierst du mal was anderes. Und zwar die Gaming Pro OC GeForce RTX 2070 von Pellet. Kurz vorweg, jetzt nichts gegen KFA2 oder so. Das kommt vor, dass Hardware, wenn man die kauft, werkseitig schon mal einen Defekt haben kann. Ich bestelle regelmäßig Laptops in der Firma und da ist bestimmt bei jedem Zehnten irgendwas nicht in Ordnung, nicht richtig zusammengebaut oder ähnliches, wobei die auch extra für uns zusammengebaut werden. Von daher kann ich definitiv sagen, sowas kann vorkommen und ist halb so wild. Die Hersteller nehmen die Karten immer direkt zurück, ist überhaupt kein Problem. Also lasst euch davon nicht aufhalten. Ich habe jetzt eine andere Variante bestellt. Zum einen, die ist ungefähr zu dem Moment, wo die KFA angekommen ist, ist diese hier im Preis gesunken und kostet mich jetzt nochmal 20 € weniger. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Eigentlich hätte ich gerne die Gigabyte-Variante gehabt. Da war in den Bewertungen aber schon recht häufig von Spulenfiepen die Rede. Und ich muss sagen, ich bin bis zu dieser hier das erste, also bis zu KFL, das erste Mal immer drum herum gekommen, habe Glück gehabt. Und bei der Pellet waren die Bewertungen astrein. Da hat niemand auch noch ein Wort gesagt. Da haben aber auch ungefähr 1000 Kunden weniger das Ding gekauft. Aber ich habe mir gedacht, guckst du mal rein. Ich habe Pellets selber noch nie gehabt. Ich habe es beim Kumpel gesehen. Die fand ich ganz gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, gucke ich mir die jetzt auch mal an. Der Karton macht auf jeden Fall schon mal was her, ist was anderes. Ja, viel ist eigentlich nicht drauf an Informationen. Wir haben ein schönes Design oben drauf. Wir haben die Aufschrift 8 GB, GDDR6. Raytracing und so weiter, DLSS. DLSS ist interessant, solltet ihr euch angucken. Auf der Seite haben wir nichts, auf der Seite haben wir nichts, auf der Seite haben wir nichts und auf der Seite haben wir auch nichts. Auf der Rückseite haben wir hier einmal in verschiedenen Sprachen drei Sätze, die aber nicht weiter interessieren. DirectX 12 und OpenGL 4.6 oder niedriger steht da. Auf der linken Seite haben wir Key Features nochmal, sowas wie Tensor Cores und NVIDIA DLSS und so weiter. VR-Ready ist vielleicht auch noch interessant so für den Laien, aber wer wirklich was die Informationen haben will, sollte im Shop nachlesen oder vielleicht ein YouTube-Video zu gucken, wo es einer erklärt. Ich mache das jetzt nicht, es ist nur ein Unboxing und ich quatsche schon wieder viel zu lange drumherum. So, dann machen wir das Ding mal auf. Ich gehe davon aus, dass das höchstwahrscheinlich schwierig hier rauszuholen ist mit der Kamera dabei, die hoffentlich eingeschaltet ist. So, Karton geht schon mal leichter raus als bei KW. So. Verpackung gefällt mir relativ gut. Ist eine relativ solide Pappe, aber das soll nicht so wichtig sein. Ist gut gepolstert. Und das geht mir auf den Zeiger. Da müsste normalerweise, ich wette, das fehlt hier. Also würde ich jetzt vermuten, hier müsste normalerweise die Kabellage drin sein. Und zwar die zusätzlichen Anschlüsse für die Grafikkarte. Die Molex-Adapter. Das sieht ordentlich verschlossen aus, aber das werde ich mal gucken, ob das hätte mit drin sein müssen. So, bevor wir an die Karte gehen, gucken wir mal kurz. Wir haben hier einen Quick Install Guide, kennen wir. Sonst ist hier nichts drin, also machen wir es mal eine Seite. Und dann öffnen wir mal. So, das Messer ist zu scharf, direkt in die Folie geschnitten. So. Was direkt ins Auge sticht, der Kühler sieht der Gainward-Variante extrem ähnlich.
Das hängt damit zusammen, dass Pellet und Gangwort im Prinzip den gleichen Hersteller im Hintergrund haben. Der gleiche Hersteller produziert für die beiden Firmen und daher ist diese Ähnlichkeit gegeben. Was auffällt, ist, der Kühler ist ganz schön plastisch. Allerdings ist halt aktuell, jetzt zu diesem Zeitpunkt, die günstigste Variante. Was ich auch sagen kann, diese Backplate hat keine Funktion. Die ist rein kosmetisch, die ist komplett aus Plastik. Habe ich ehrlich gesagt so auch noch nicht gesehen. Muss ich ehrlich gesagt auch nicht haben. Also ich hätte jetzt schon gerne eine Metall-Backplate, aber das Ding ist auch ohne eine Metall-Backplate schon recht schwer. Von daher ist das egal. Halten wir das Teil nochmal schön in die Kamera. Wir sehen hier einiges. Ja, mal unten drauf gucken. Wir sehen, hier sind sämtliche Chips und was nicht alles da drauf ist. Spannungswandler und Co. Okay, hier links nicht, aber da wird es wahrscheinlich auch nicht gebraucht. Hier rechts sehen wir, hier sind schön mit Wärmeleitpads abgeklebt. Bedeutet, Kühlung ist da. Wobei das hier hätten sie eigentlich auch noch mit draufpacken können, aber egal, die werden schon wissen, was sie tun. Und hier haben wir einen 8-Pin- und einen 6-Pin-Molex-Anschluss. Und dafür hätten da wahrscheinlich die Kabel drin sein sollen. Vielleicht sind hier keine Ball in der Variante. Aber dieser Ausschnitt, der da eben zu sehen war, hier, ich zeige es nochmal, der hier oben, da sind die normal drin. Die sind dafür da. Vielleicht ist es auch ein Standard-Inlet. Ich werde das mal im Internet nachgoogeln und wenn es der Fall ist, schreibe ich es in der Videobeschreibung. Die Karte findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung, falls ihr euch die zulegen wollt. Ist ein Affiliate-Link, kriege ich ein paar Cent Anteil dran, wenn ihr die da drüber kaufen solltet. Aber ist nicht so wichtig. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.